und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns hier auf Fuerteventura. Was ist das denn da oben? Könnt ihr das sehen? Das haben wir so gar nicht bestellt. Nee. Und war auch gar nicht vorausgesagt. Das Wetter soll noch besser werden. Und wir drücken uns selber ganz doll die Daumen, denn wir haben einen halben Tag am Strand gebucht und da wäre ein bisschen Sonne vielleicht gar nicht schlecht. Endlich geht's an den Strand. Wir waren auf der Warteliste und sind tatsächlich noch nachgerückt und haben noch einen Platz bekommen. Da haben wir uns natürlich gefreut. Umso mehr hoffen wir natürlich wirklich, dass das Wetter jetzt mitspielt. Aber das werden wir gleich sehen. Wir haben erstmal eine halbe Stunde Fahrt vor uns und dann schauen wir uns nochmal in Ruhe mit euch um. Ist noch ein bisschen frisch. Also mir ist es ein bisschen zu frisch. Ja, das stimmt, es ist noch ein bisschen frisch, aber hey, wir sind am Strand oder am Meer und die Wolken haben Bescheid gekriegt, die haben sich gleich aufzulösen und der Himmel wird immer blauer und das Wetter wird immer besser und das kann sich jetzt nur noch um ein paar Minuten handeln. Was will man mehr? Henry, wir sind am Strand! Ja Leute, ich dachte, ich erzähle euch mal ein bisschen was zu dem Konzept, wie das hier ist. Also wir haben hier jetzt einen Strandbereich, der ist abgezäunt, der ist nur für uns, für die TUI-Gäste. Wir sind eigentlich, ja, wie die ganze Reise über so in einer Bubble drin, immer mit den gleichen Leuten. Hier kommt jetzt kein anderer hin. Die Toiletten, die sind da hinten, die sind auch nur für uns. Da war ich eben, habe das mal ausprobiert. Man bekommt erstmal vorher Desinfektionsmittel auf die Hand und hinterher auch wieder. Ja, also muss ich schon sagen, das ist ziemlich gut organisiert von TUI alles und gut durchdacht, die haben sich da schon was einfallen lassen. Ach ja, herrlich, endlich heißt es diese Schweißtonnen gegen Flipflops tauschen. Frische Luft an die Füße und gleich ab mit den Füßen ins Wasser. Da, wo die Rollstuhlfahrer abgebildet sind, da sind die Toiletten. Und daneben ist auch noch ein Kiosk, also da kann man auch noch Kaffee trinken oder Bier. Und ein Getränk ist sogar inklusive im Ausflug. Da sagt man dann einfach seine Kabinennummer und dann wird das abgestrichen. Also auch das gut organisiert. So, jetzt ist aber erstmal Zeit, ein bisschen mit den Füßen ins Wasser zu gehen. Ja, die Wolken sind inzwischen verschwunden, so wie bestellt. Jetzt muss nur noch der Wind abgestellt werden. Aber das ist auf Fuerteventura schwer. Zeit mal, das Wasser ein bisschen anzutesten. Bist du dir sicher? Bist du dir ganz, ganz sicher, dass du wirklich jetzt ins Wasser möchtest? 18 Grad, das reicht. Wassertemperatur 18 Grad. Luft haben wir so um die 20. Also nicht viel Unterschied, aber der Wind, wenn du aus dem Wasser kommst, der wird dich killen. Hoffentlich nicht. Wir wollen doch noch ein bisschen länger hier bleiben. Dann schwimme ich zurück zum Schiff. Schnell hinterher! So ein bisschen Ostsee-Feeling ist das ja schon, ne? Also von den Farben nicht, aber von der Temperatur her. Hallo Henry! Hallo Henry! Jetzt ist es aber auch mal Zeit für Henry, das erste Mal in seinem Leben die Füße in den Sand zu halten.
und Sand unter seinen Füßen zu spüren und Meerwasser. Na, Henry, fühlt sich das gut unter den Fußsohlen an? Achtung, jetzt kommt gleich wieder eine Welle. Hui! Hui! Ist das gut? Guck mal, ist das gut? Jetzt! Ja! Hui! Also, erst einmal mehr an den Füßen. Und was sagt Henry? Mehr! Na, Henry, ist das schön? Der Aufschrei ist auf jeden Fall nicht so groß wie beim Pool. Faszinierend. Wo kommt denn das immer her, sag, ne? Wir sind tiefer? Oh. Ui. Ui. Ja, das kann man mit Kraften, ne? Ui, jetzt wird die Mama auch nass. Juhu. Schön gleich mit nasser Hose. Ehrlich. So. Da hat mir das Baby geklaut. Mensch, Mama, freust dich doch. Wird immer wärmer jetzt. Natürlich alkoholfrei. Leute, wir hatten heute einen wunderschönen Tag am Strand von Fuerteventura. Also es hat sich richtig gelohnt, der Ausflug. Mit Sonnenbrand. Ganz leichten Sonnenbrand haben wir, Henry natürlich nicht, da haben wir richtig gut aufgepasst, weil er sollte so gut wie gar nicht oder gar nicht in die Sonne in dem Alter. Ja, und jetzt legen wir hier schon wieder ab. Jetzt heißt es Tschüss, Fuerteventura. Und der Graf singt auch schon. Hört ihr das? Vielleicht hört ihr es ganz leise. Ja, wir dürfen das nicht. Ich weiß, ihr würdet das gerne hören, aber wir wollen keine Probleme bekommen mit der GEMA. Ja, in diesem Sinne wünschen wir allen einen schönen Tag, schönen Abend, guten Morgen. Hoffen, das Video hat euch gefallen und ihr bleibt weiterhin mit uns auf Reisen. Denn die Reise geht immer weiter und wir verabschieden uns mit diesen Bildern von Fuerteventura von euch. Das nächste Ziel ist dann La Palma. Bis zum nächsten Mal. Nein. Korrektur, Teneriffa und dann La Palma.